Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Empire. Ja, wir kommen immer mehr und mehr auf die Zielgerade. Wir sind nämlich im letzten Kapitel, in der zweiten Mission, jedenfalls auf Samtseite, weil wir durften ja zu Beginn des vierten Kapitels bzw. zum Ende des dritten Kapitels uns für einen Weg entscheiden und haben uns für Samt und die Seelenlosen erstmal entschieden. Oskars weiterer Weg kommt danach. Jo. Also, Mission 2. Zum Teufel mit dem Rat. Der Kreuzzug der ultimativen Tugend beginnt in der Provinz Valmorgen bei einer Sitzung des Stadtrates. Mit Samts Worten, die noblen Fürsten des bösen Regimes des Sovereigns müssen für ihre Sünden bezahlen. Okay, Samt ist definitiv so ein Pseudo-Verrückter, wie man es auch immer nennen möchte. So. Alles eingestellt, Kapitel 2 ausgewählt, keine Leitern, wie immer nur ein Spieler. Punkte sind verteilt, wir können starten. From Mayhew and its depleted power node, you have traveled westwards to establish your dungeon beneath a country estate close to the city of Valmorgan. Velvet has found out that the city council is about to convene, and he has plans on how to punish its noble members for their wicked ways. The King of Black Phantoms may be a changed specter, but even if his choice of words makes your insides hurt, his choice of actions may very well prove to fit you like a pair of tailor-made leather shorts. Ja, er ist so eine Art falscher Messias, könnte man sagen. Hellchild, what would you say is freedom? Well, a thing for pansies, maybe. Don't joke. Joking makes Velvet a dull boy, and that's no good. Velvet has actually given a lot of thought to the concept of freedom, because freedom is good, and Velvet wants to do good things. But what is freedom? Beats me. Never really gave it much thought. Then Velvet will tell you. Freedom is being allowed to do exactly what you want whenever you want to. If you want to eat, eat. If you want children, get some. If you want to hurt someone, just smack away. Sounds fair enough, as long as you have some food, and that someone wants to have kids with you. And, didn't you say that hurting people is evil? That you will kill all evildoers? You're missing the point, Hellchild. What you speak of is not freedom, but quite the opposite. Being at the mercy of circumstances. So everybody gets to do what they want, but if they want to hurt someone else, they die. Well, being evil is all about wanting bad things for others, right? How else is Velvet going to find all evil persons if they aren't free to reveal their true nature? Okay, you got a good point. So freedom can mean a lot of different things. Yes, but let's get down to business. A friend of yours, Skiratsia the Wondertaker, was kind enough to send Velvet a note telling him that the Ardanian City Council is convening in the Valmorgan residence up above. Instead of just killing the villains, Velvet suggests that you secretly expose them to the barrel of Madman's forehead that you got from the warlocks under Mayhew. Now there's a good deed if ever I heard one. It'll be a slaughter. Velvet knows. The nasty lords will go back to their castles, then the madness sets in and they will massacre everyone, hopefully in the nicest of ways. Now go, start spreading the disease. Yay. Get this crusade on the road, Hellchild. Velvet will give you further instructions when it's time to attack. Until then, you just foster some fair-hearted troopers and expand, furnish, and decorate your dungeon. Jo. Das ist mal mies. Guckt euch das an. So wenig Platz zwischen meiner Schatzkammer und dem Heldenausgang. Ist das euer Ernst, ey? Aber dafür ist hier sehr schön viel Platz. Also, gehen wir erstmal hier hoch. Und bauen uns hier ein Schreiatorium hin. Jo. Ein Schreiatorium und... Passt die Opfergruppe da daneben? Nein, tut sie natürlich nicht. Okay. Und hier unten ist es zu eng für eine Opfergrube.
Hier würde sie hinpassen wahrscheinlich. Also graben wir mal, sagen wir mal, hier hoch ein Stück. Und bauen hier eine Opfergrube hin. Wir setzen gleich mal das Schreiatorium. Und schalten unser Scheusal frei. Jo, weil das können wir im Schreiatorium ausbilden. Also zwei Succubi. Und zwei Scheusale. Für den ersten Trupp. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich von den Seelenlosen halten soll. Klar, sie haben ziemlich coole andere Räume. Opfergrube, Vorratsraum. Den werde ich wohl als nächstes gleich freischalten müssen, sobald ich meinen ersten Squad auf eine Materialmission geschickt habe. So, opfert mir mal einen Imp. So, Imp ist geopfert. Materialmission, da wäre eine einsame. Ein Materialüberfall. Ich sage immer Mission irgendwie. Ich glaube, ich sollte dabei bleiben und einfach Mission dazu sagen und mich nicht ständig korrigieren. Da oben wäre noch eine einsame Materialmission gewesen. So, schnelle Auffassungsgabe. Und jemand hat mir den Kommentar empfohlen, ich soll den Monsterbau doch einfach weglassen und mir dafür einen fünften Squad holen. Das mache ich vielleicht, probiere ich vielleicht dieses Mal auch aus. Oder ich probiere es mal aus und hoffe mal, dass es einfach klappt. So, hier kann dann die zweite Vorratskammer daneben. Sehr schön, die passt da sauber rein. Aber die ganzen Imps sollten da mal weg. Ja, währenddessen grabt ihr mir hier mal hier hoch, aber noch nicht hinein in den riesen Dungeon. Und wie komme ich von da am besten hin? Na, einfach von da oben aus. Okay. Ich denke mal, ich habe hier unten genug Platz für alle Gebäude. Wenn nicht, dann ziehe ich einfach hier noch ein Ding rüber und platziere da noch Gebäude. Aber das sehe ich dann, wenn es soweit ist. Oh, ich habe den Pilzraum gar nicht besetzt. Das Vorratslager ist gut gebaut, muss ich sagen. Das ist nämlich nah am Pilzraum. So, die schicke ich gleich mal auf die nächste Materialmission, die da oben ist. Und schalte den Übungsraum frei. So, werft mal die Materialien ab. So. Dann kommt hier. Oh, Hellchild. Velvet has a quest for you. Last night, Velvet disguised himself and went to the city of Valmorgan, where he happened to meet a powerful lord named Augustin Pincoquet. Oh. This horribly evil lord lost massively against Velvet on a single game of shacks. And right now, a wagon loaded with riches is being sent to pay his dues. Velvet wants you to intercept the wagon before it arrives, so that Lord Pincoquet must send another one. And then another one, and then yet another one. He is as rich as he is evil, so you should be able to keep it going for a while. Okay, das klingt nach einer ziemlich nervigen Mission. Dafür sollte ich auf jeden Fall meinen Trupp vorher nochmal heilen. Und Baal neue Arbeiter erstellen lassen. Damit wir so viele wie möglich haben. Als nächstes den Kult oder nee, den Trainingsraum wollte ich als nächstes. So, jetzt heilen wir aber erstmal das Scheusal. So, wird einer gegrillt. Genau, Scheusal ist geheilt. Und da müssen wir die gleich losschicken, weil sonst die Zeit zu knapp wird. So, wie sieht das aus? Kleriker, der muss weg. Er muss definitiv weg, der Kleriker.
Oder ich kann sie einfach mal vieren, so. Jo. Heil auch auf meine eigene kann ich nicht sprechen. Aber ich kann mich wenigstens... Oh, das tut wirklich weh. Kriegen wir den einen noch tot? Ja, kriegen wir gerade noch so tot, oder? Nein, haben wir nicht tot gekriegt. Das heißt, super. Jetzt habe ich auch noch Helden im Dungeon. Baal, töte die mal. Ich hätte den Trupp wirklich vorher trainieren sollen. Ah, ja. Bauen wir mal hier einen Übungsraum hin. Missionsziel gescheitert. Okay. Das kann ich ja irgendwann nochmal offscreen versuchen. Ich starte jetzt nicht extra die Mission, deswegen neu. So, Oculus. Oculus ist freigeschalten. Der kostet allerdings Materialien. Das ist jetzt echt blöd gelaufen, dass sie mir gleich am Anfang so eine Zeitmission andrehen, so eine optionale. Hätten meine Kreaturen noch Zeit zum Trainieren gehabt, wäre das etwas vielleicht anders ausgesehen. Oder hätte ich den Kleriker schnell weggeblitzt, anstatt sie zu vieren. So, wie mache ich jetzt weiter? Auf jeden Fall brauche ich noch mehr Materialien. Na gut, ich könnte jetzt Pilze umwandeln. So, dann hätte ich genug Materialien wahrscheinlich im Schreiatorium, um den hier auszubilden. Jo. Ein Oculus. Brauche ich aber erstmal nicht. Nehme ich Höllenhunde oder Rachegeister? Ich glaube, ich nehme Höllenhunde. Rachegeist hat mehr Rüstung, macht weniger Schaden, macht Gift. Höllenhund macht Feuer. Feuer ist besser. Aber erstmal die Werkstatt freischalten. Und dann als nächstes Frieden und Beute. Okay. Ein neuer Materialüberfall, bitte. Und da werde ich erstmal einen Schatzüberfall machen müssen. Ihr beide, ihr könnt ruhig foltern. So. Gut. Jetzt warten wir auf die Materialien. Und das sieht immer noch so brutal aus. Erst da die Schaufel und dann die Faust ins Gesicht. Oh, und die Mistgabel, da habe ich gar nicht gesehen. Die ist ja doch, ist ja genauso gemein. Ich weiß gar nicht. Ne, von der anderen Seite ist nichts. Okay, dann stellen wir den Dungeon wieder richtig ein. So. Okay, jetzt schicken wir die auf die Schatzmission. Die Einser, wenn ich sie finde, die ist da unten. Wir bauen jetzt erstmal eine Schmiede. Die könnten wir da so dran setzen. Ja, bauen wir erstmal die Schmiede. Und hier einen Weg zur Schmiede.
Und wir brauchen wieder mehr Imps. Die sie fürs Graben erhalten. Sehr gut. So, 4 Punkte für Frieden und Beute. Noch besser. Du geh mal irgendwo weg. So.